Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Jahrzehnten ertragen wir die verschiedenen Auswüchse linker Ideologieprojekte, deren Hauptmerkmal es ist, keinen Fehler zu machen auf dem Weg zum totalen Irrtum. Ob Gender Gaga oder Klimareligion, am Ende findet sich für jede Sekte der geeignete Anhänger. Anhänger haben auch das Märchen der angeblich unterdrückten und diskriminierten Frau, die in einer von Männern dominierten Welt ungerecht behandelt wird. Die Geschichte wird immer gleich erzählt. Sie lautet etwa so: Die Chefs in den Unternehmen sind meistens Männer. Die wissen die Arbeit von Frauen aus Gründen, die mir noch niemand erklären konnte, einfach mal nicht zu schätzen. Und deshalb jedenfalls bekämen die Frauen halt weniger Gehalt. So, und nun lösen wir uns mal ganz kurz von der Welt der Märchen und kommen wir mal zu den Fakten. Vergleicht man die Gehälter aller berufstätigen Frauen in der Bundesrepublik mit denen aller berufstätigen Männer, ja, dann verdienen Frauen in der Tat rein statistisch erst einmal 21% weniger. Ja, aber eben nicht für die gleiche Arbeit, nicht in den gleichen Berufen, nicht in vergleichbaren Firmen und nicht mit gleicher Berufserfahrung. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass Frauen in eher niedrig entlohnten Bereichen wie Erziehung, Unterricht, Gesundheit und Sozialwesen überrepräsentiert sind. Unterrepräsentiert sind sie dagegen in wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich orientierten, den sogenannten MINT-Berufen. Warum das so ist, ja, das müssen Sie die Frauen vielleicht einmal selbst fragen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Frauen und Männer so gleich, wie immer behauptet wird, doch gar nicht sind? Sei es drum. Es ist doch jedenfalls nicht die Aufgabe des Staates, den Frauen in ihre freie Berufswahl hineinzureden. Bereinigt man die Statistik nun aber um diesen Faktor, bleibt von der Lohnlücke gerade mal noch 6% über. Aber damit ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Laut Umfragen sind noch immer viele Paare, also Männer und Frauen, der Meinung, dass Mütter von Schulkindern nicht Vollzeit arbeiten sollten. Und oft sind es in der Tat die Frauen, die bereit sind, etwas Karriere für ein klein wenig mehr Zeit mit dem eigenen Kind einzutauschen. Eine Einstellung, die bei den Damen und Herren von Linken und Grünen natürlich zur Schnappatmung führt, die aber in einer freien Gesellschaft einfach mal legitim ist. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Während sich also in dieser Lebensphase viele Frauen selbst aus dem Rennen nehmen, indem sie sich für eine Teilzeitstelle entscheiden, machen Männer nicht selten Überstunden und sammeln Berufserfahrung. Und höhere Berufserfahrung führt, wer hätte das gedacht, zu höherem Lohn. So einfach ist das. Und wird die Statistik auch diesbezüglich bereinigt, so rechnet uns das Institut der deutschen Wirtschaft vor, bleibt vom Gender Pay Gap so gut wie nichts mehr übrig. Und dass es in das linke Weltbild nicht so gut passen mag, dass Frauen noch immer die Zeit mit dem eigenen Kind höher bewerten als berufliches Fortkommen, das wissen wir natürlich. Im Sozialismus gehören Frauen in die Produktion und die Kinder in die Kita. Auch das wissen wir. Inzwischen gibt es ja sogar Frauen, die deshalb arbeiten, um die Kosten für den Kita-Platz zu erwirtschaften. Das heißt, sie verdienen tatsächlich Geld, um fremde Menschen dafür zu bezahlen, dass sie das eigene Kind erziehen. Und ich frage Sie, merkt denn hier eigentlich irgendwann irgendwer in diesem Hohen Haus, wie krank das eigentlich ist? Wenn wir nun aber unbedingt über Diskriminierung und finanzielle Ungleichheiten reden wollen, dann reden wir doch mal über das Gender Lifetime Gap, wie ich es nenne. Reden wir mal darüber, dass Frauen durchschnittlich 5 Jahre länger leben, was ja nach Gender-Ideologie gar nicht passieren dürfte, weil Frauen ja Frauen und Männer ja gleich sind. Dennoch passiert es. Das heißt, Frauen profitieren im Durchschnitt 5 Jahre länger von einer Rente, die im Übrigen auch durch männliche Beitragszahler eingezahlt wird. Schon mal darüber nachgedacht? Rechnen wir doch mal aus, was da finanziell so alles zusammenkommt. Vielleicht kommen wir ja dann auch zu ganz anderen Bewertungen bezüglich der angeblich immer wieder benannten strukturellen Benachteiligungen, die wir natürlich auch immer nur bei Frauen ausmachen.
Und deshalb sage ich Ihnen, hören Sie endlich auf, die Menschen mit ihren ideologischen Märchen zu langweilen. Frauen sind in dieser Gesellschaft keine Opfer. Und deswegen brauchen wir auch weniger Frauenquoten. Wir brauchen keine Prüfung der Entgeltgleichheit. Und am allerwenigsten brauchen wir ein Verbandsklagerecht. Ihre Anträge haben den Nährwert einer Gurke. Wir werden sie selbstverständlich ablehnen. Danke schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Redner hat seinen Platz wieder eingenommen. Wir können mit den Zwischenrufen jetzt aufhören. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Ursula Groden-Kranich, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.